Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um die differenzielle Kryptoanalyse und die machen wir tatsächlich gleich mit DES. Die bringt es zwar auch nicht, aber man kann sie gut an DES machen. Und ja, wir schauen uns das einfach mal genau an, wie das alles funktioniert. Erstmal bei einer Runde und bei zwei und dann können wir uns so langsam an die 16 Runden rantasten. Und ja, okay, zunächst einmal brauchen wir die Rundenfunktion von DES. Das heißt, wir haben hier sagen wir mal für eine Runde so eine Funktion sozusagen. Als erstes wird der Input durch die E-Funktion geleitet. Ich schreibe es mal als großes E. Das ist die Expansion-Funktion gewesen, falls ihr euch erinnert. Und hier hinten dran war dann der Input statt eben diesen 32-Bit auf 48-Bit aufgeplustert gewesen. So, danach hatten wir sozusagen hier unten drunter ein XOR gemacht mit dem Schlüssel. Das heißt, wir hatten hier den Schlüssel drauf, XOR. Den 48-Bit-Rundenschlüssel, insgesamt hatten wir zwar nur 56-Bit, aber hier haben wir dann trotzdem 48-Bit nach einem festen Keytable genommen. Und ja, ich schreibe jetzt hier einfach mal K für den Rundenschlüssel hin, mehr schreibe ich jetzt gerade nicht hin. Und unten drunter ging es dann weiter, und zwar in die S-Box rein. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit wir das auch alles nachher sehen können. So, in die S-Box rein. Und am Ende bekommen wir sozusagen das S-Out raus. Okay, also S bedeutet S-Box. Und hier bekommen wir unser S-Out. Nennen wir es jetzt einfach mal. Okay, ich schreibe jetzt hier noch ein paar kleinere Dinger hin. Hier, das hier nennen wir S-In für das, dass es eben in die Inbox, in die S-Box reingekommen ist, also deswegen In, wobei das sich berechnet aus E, XOR K, logischerweise, das steht ja genau hier im Prinzip. Und das hier ist, nennen wir jetzt einfach mal E, weil, also klein E, weil wir das aus der Expansion-Funktion rausbekommen. So, was wir reingesteckt haben, war logischerweise die Nachricht. Was wir rausbekommen, ist dann am Ende das S-Out. Achtung, das S-Out ist noch nicht das verschlüsselte Chiffrat, aber fast. Okay, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Und bei der differenziellen Kryptoanalyse wird das immer gemacht. Man trickst den ganzen Kram sozusagen aus, indem man einfach die Nachrichten nicht mehr normal verschlüsselt, sondern geXORt miteinander verschlüsselt. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wenn wir das hier jetzt so benutzen, dass wir zwei Nachrichten haben, also ich kopiere das Ganze jetzt einfach mal, und hier zwischendrin haben wir ein großes, riesiges XOR sozusagen. Das alles XORen wir jetzt miteinander. Dann haben wir am Ende einen weiteren Strang sozusagen. Also hier machen wir ist gleich rein. So. Und hier stecken wir jetzt die Nachricht M1 rein. Also M1. Hier stecken wir die Nachricht M2 rein. Und was wir hier reinstecken, das schreibe ich jetzt mal tatsächlich normal hin. Nämlich M1 XOR M2. Das ist irgendwie eine coole Idee, das so zu machen. Man nennt das Ganze meistens dann M'. Ist gleich. Und was wir hier bekommen, ist jetzt tatsächlich nur das XOR von diesen beiden Teilern sozusagen. Das heißt, wir bekommen hier auch als E das XOR von den Expansion-Funktionen. Das funktioniert tatsächlich, weil die Expansion-Funktionen, die lassen sich so aufschreiben. Also im Prinzip müsste man jetzt hier hingehen und sagen, okay, wenn ich das ganz normal verschlüsseln würde, dieses M', dann würde ich hier ein E' bekommen als E von M'. Aber das Tolle ist, E von M' ist dasselbe wie E von M1. XOR E von M2, also im Prinzip haben wir hier E1 XOR E2, und ich weiß, dass ihr das gerade nicht mehr lesen könnt, deswegen schiebe ich das gleich ein bisschen rüber. So, okay, und jetzt haben wir hier natürlich den großen Vorteil, wenn wir das hier XORen, naja, dann haben wir zweimal den Schlüssel drauf XORt, und wenn man zweimal irgendwas XORt, was passiert dann? Dann fällt das Ganze wieder raus. Das ist der große Trick hierbei. Das heißt, hier dieses XOR von dem Schlüssel, das fällt komplett wieder raus, weil ich es ja zweimal sozusagen mache und durch zweimal drauf XORen, verschwindet das einfach. Das heißt, ich habe hier tatsächlich mein S-In als E' und E' kann ich berechnen, einfach so, ganz normal.
Weil die Expansion-Funktion, die ist komplett berechenbar, die steht auch überall fest, nur der Schlüssel ist halt diese Variable, von der ich keine Ahnung habe. Und was ich jetzt hier machen kann damit ist, ich kann mein S-Out- einfach darstellen als S, als S-Out, XOR, S-Out 1, ja gut, jetzt muss ich ein bisschen tricksen, hier ein Komma rein und da ein 1 rein, XOR S-Out 2. So, und das habe ich jetzt auch zur Verfügung, weil im Prinzip, wenn ich nur eine Runde verschlüsseln möchte, kann ich das sozusagen wieder zurückrechnen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an DES. Hier haben wir ganz kurz die Rundenfunktion. Nach der S-Box, also hier packen wir das Zeug in die S-Box rein, das haben wir jetzt schon gemacht. Das wäre jetzt S-Out, was hierbei rauskommt. Und das wird jetzt einfach hier irgendwie permutiert. Aber das Ganze steht auch öffentlich in einem Standardwerk festgeschrieben drin, wie das Ganze jetzt aufgeschrieben wird und wie das Ganze permutiert wird. Das heißt, wir können tatsächlich aus dem Chiffrat, was ja das hier ist, können wir, wenn wir nur eine Runde verschlüsseln, auf dieses S-Out zurückrechnen. Und damit ist das hier für uns auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Das heißt, wir können S-Out 1, also wenn wir jetzt mal wirklich nur ein Des von einer Runde lang hätten, dann könnten wir S-Out 1 zurückberechnen und S-Out 2 könnten wir auch zurückberechnen. Hätten hier als S-Out- dieses XOR von den beiden Werten und könnten jetzt eine Tabelle aufstellen von S-In auf S-Out. Das heißt, man stellt für jede einzelne S-Box, ihr erinnert euch, wir hatten 8 S-Boxen, man stellt diese Tabelle auf und die nennt sich Differenzentabelle und hat insgesamt 64 mal 16, also 64 Spalten, 16 Zeilen oder umgekehrt, je nachdem, wie ihr es reinpacken wollt. Ja, schreibt man sich das sozusagen auf und kann dann einfach den Schlüssel berechnen, indem man Folgendes tut, nämlich k gleich s in, 1 xor e1. Das ist natürlich dann der Schlüssel hier. Logischerweise, das ist e1, das ist s in 1. Und wenn ich die beiden xor kommt hier mein k wieder raus. Das kann ich natürlich auch bei m2 machen oder bei dem Teil hier. Der Trick ist jetzt, dass ich aus meinen s-outs zurückrechnen kann auf meine s-ins. Das könnte ich natürlich anderweitig nicht machen, aber durch diese Differenzentabelle kann ich jetzt meine S-Boxen sozusagen umkehren. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr genügend Klartext-Chiffratpaare und so weiter habt, aber so funktioniert tatsächlich eine Kryptoanalyse von einem Einrunden-Des, eine differenzielle Kryptoanalyse. Und ich wollte das euch jetzt mal so zeigen, damit ihr eine Idee habt, was bei der differenziellen Kryptoanalyse überhaupt passiert. Das heißt, wir benutzen hier tatsächlich XOR anstatt den tatsächlichen Werten, sodass der Schlüssel rausfällt, wir eine Tabelle aufstellen können, die unabhängig ist von dem Schlüssel und dann eben hin und her rechnen können. Achtung, die Tabelle muss ich natürlich jedes Mal aufstellen, jedes Mal neu aufstellen, weil es ändert sich natürlich immer hier dieses S. Quatsch, nein, muss ich nicht. Ich habe ja hier unabhängig von meinem Schlüssel gerechnet. Okay, jetzt, was passiert bei einem 2-Runden-Des? Schauen wir uns von letzten Mal von der linearen Kryptoanalyse nochmal diese Feistel-Struktur an. Wenn wir nur 2 Runden haben, dann fällt alles unten drunter weg. Das heißt, ich kann hier tatsächlich bis dahin alles quasi wegschmeißen und habe hier schon meine Chiffrate und meine Lösung. Ja, der Trick ist jetzt ganz einfach. Wir können ja alles wieder berechnen. Das heißt, wir haben hier überhaupt kein Problem. Wir können hier direkt, also dieses XOR hier, das hätten wir ja bei einer Runde, müssten wir ja hier diese Rundenfunktion brechen. Das wäre dann sozusagen das S-Box-Brechen. Bei 2 Runden haben wir aber das Glück, L2 lässt sich durchreichen bis hier oben hin und dieses XOR lässt sich komplett brechen. Das heißt, ich kriege mein F0 komplett ausgerechnet. Und genauso ist es hier, ich kann R0 einfach durchreichen, hier über dieses XOR auch den Output von meiner Rundenfunktion hier berechnen und habe sozusagen direkt die Möglichkeit, 2 Runden komplett instant anzugreifen, ohne noch irgendwelche Sachen zu rechnen und muss auch keine Tricks machen. Das heißt, 2 Runden und eine Runde kann ich jetzt alles machen mit dem, was ich euch erzählt habe. Wie ihr auf 3 Runden kommt und wie ihr dann am Ende auf 2N-Runden, also sprich irgendwann auf die vollen 16 Runden kommt, das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst einen Daumen hoch da. Ich glaube, wir sind mittlerweile beim 100. oder bei über dem 100. Video. Genau, dann bis zum nächsten Mal und ja, wir hören uns. Ciao!